Man könnte jetzt dafür argumentieren, dass er nicht will, dass die Menschen in der Firma arbeiten, weil die in der Fabrik arbeiten, weil die Fabrik für sich alleine. Okay, das ist gruselig. Orgelspiel ist immer ein schlechtes Zeichen. Orgelspiel ist immer ein schlechtes Zeichen. Wäre es jetzt hier ein richtiges Spiel, wenn ich langsam fährt auf Bossgegner auf uns warten. So eine Kapelle ist immer wunderbar für sowas. Da würde ich erstmal knüppeln. Nein, aber er bezeichnet halt Menschen kostbar, und in dem Sinne ist es ja kostbar, weil er aus ihnen sein Produkt herstellt. Deswegen, ja, er will nicht, dass sie sich schon zu Schunden arbeiten, wenn sie später sowieso der Maschine opfern will. Irgendeiner dieser Christen. Okay. Das ist okay. Das ist meine andere Art von Alter, würde ich sagen. Okay. Das ist ja... Kein Kerzen. Das ist ja mal interessant. Dieses Fenster zeigt die Maschine. Das zeigt Mann, der das Herz von einem Schwein in den Händen hält. Und das zeigt wieder die Maschine oder einen anderen Teil der Maschine. Hier im Kreuzlinden Schwein. Das verstärkt nochmal den Symbolismus, dass mit den Schweinen eigentlich die Menschen gemeint sind. Und hier haben wir halt die Jungfrau Maria als Schwein. Oder ist das eine Kuh? Die Ohren könnten auch zu einer Kuh passen. Aber sagen wir, es ist ein Schwein. Das passt halt mit den sonstigen Schweinesachen. Ja, und hier auch nochmal. Also, glaube ich, möchte das Spiel uns damit sagen, dass Menschen die Schweine sind. Und dass dieser... Maschine dazu da ist, um diese Menschen zu farmen oder zu verarbeiten, zu was auch immer. Ich muss ja aber sagen, ich finde das Setting hier ungemein cool. Was haben wir hier Tolles? Hängt. Ah, können wir das selber aufmachen? Hängt auch. Okay. Hier hinten gibt es nichts. Gar nichts. Ich werde erstmal den Tagebucheintrag lesen. Ein kryptischer Hinweis. Irgendeine Art von Mechanismus. Zweifelsfrei geheim und fürchterlich. Der fehlende Kerzenleuchter stellt eindeutig die Antwort dar. Warum aber, das entzieht sich mir. Warum sollte jemand geheime Maschinen an einem Ort des Gebetes verbergen? Warum gibt es Schleifspuren um den Altar herum, als ob jemand fortgezerrt wurde? Ja, das sind alles berechtigte Fragen. Kann ich hier so einen Kerzenständer abreißen? Nein, kann ich nicht. Hab irgendwo noch so ein... Ich meine, das Ding hier ist nicht an. Kann ich es vielleicht schlagen? Nein. Nein, kann ich nicht. Ja, aber das sind berechtigte Fragen. Aber was ich mich hier frage... Wir haben... Also die Timeline hier ist mir noch etwas zweifelhaft. Ich hätte ja behauptet, dass wir in Mexiko waren, nachdem unsere Frau gestorben ist. Und dass wir erst danach angefangen haben, diese Maschine zu bauen. Da müssen unsere Kinder auch schon im Leben gewesen sein. Also es kann maximal 4 bis 5 Jahre her sein. Aber diese Kirche hier und auch diese Fenster, die kann ja nicht erst danach gebaut worden sein, nachdem unsere Maschine... Also wisst ihr, worauf ich hinaus will... Das irgendwie... Timeline verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Kein Plan. Gucken. Ach, da vorne hinten war der Lagerraum, ja. Mal schauen, ob da noch ein Kerzenhalter, Ständer drin war. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war... Dass mir dieses Setting hier eigentlich gefällt. Dieses... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ist das das viktorianische Zeitalter? So dieses Steampunk-mäßige... Ah,
Da haben wir ihn ja. Das ist schon ziemlich cool. Also damit kann man eine Menge machen. Ich bin ja auch eigentlich ein Fan von Dishonored, weil das hat ja diesen, ja, Steampunk-Zeitalter mit motherfucking Fähigkeiten. Schissel, Gedingsel. Das ist schon ziemlich cool. Ich würde mir ja wünschen, dass es irgendwie so in Steampunk angelegtes Skyrim gäbe. Es würde sowieso jedes Spiel oder jedes Setting irgendwie im Skyrim-Format geben. Okay, das hat's Klonk gemacht. Oh, Feuer. Ah, fürchterliche Maschine. Der Motor startet, die Flammen werden geschürt. In den Wänden kann ich Dampf hören. Oh, verzeiht mir. Und die Lift selbst vibriert. Mein Herz kommt ins Stocken, da ich den Hebel ziehen und die Mechanismen dieser düsteren Apparats freilegen werde. Aber meine Kinder rufen mich und ich kann sie nicht im Stich lassen. Prinzipiell könntest du das schon. Also ich will ja nicht sagen, es ist ziemlich einfach, neue Kinder zu machen. Ja, also... Oha. Welch gewitzter Apparatus. Kann ich jetzt eigentlich an die Tür da gehen? So, nochmal so. Nochmal zum Nachprüfen. Die Tür ist immer noch zu. Okay. Wollte nur nochmal feststellen, was da ging. Mein Tagebuch. Ein Höllenportal. Ich habe anscheinend keine andere Wahl. Und so steige ich hinab. Gott möge meiner Seele gnädig sein. Und wenn diese meine Irrenanstalt ist und ich den Matthäus geben soll, so werde ich diesen Mantel zum Wohle meiner Jungs tragen und mich den Schrecken stellen, die unterhalb des Altars liegen. Wie gesagt, neue Kinder machen ist nicht so schwer und deine Kinder sahen jetzt nicht so hübsch aus, dass es unbedingt schade um sie ist, aber hey, Bro, ist halt deine Wahl. Da ist ein Käfiger. Das gefällt mich nicht. Das gefällt mich eindeutig nicht. Wie lange nehme ich jetzt auf? Meine Uhr sagt 57 Minuten. Nehme ich hier noch ein paar Minuten weg. Falls ich hier kurz geschaut habe, dann passt das ja so ungefähr. Nein, kann man nicht. Das ist nämlich das Blut im Ohr. Blutrauschen. Jetzt haben wir unten auch nichts. Hier irgendwas? Auch nicht. Irgendwas hat irgendwas getan. Ich weiß noch nicht was. Das gefällt mir nicht. Weil mir jetzt auch die komplette Musik- und Soundkulisse weg ist. Ich habe das Gefühl, kommt gleich was. Ich sehe absolut gar nichts. Ihr werdet sicherlich irgendwas sehen, weil ich noch meinen extra Filter draufpappen werde, der das Ding heller macht. Ach, eine Notiz. Aber die letzten Gedanken. Was ist das für eine Exhumierung? Welch Flickwerk von Körperteilen. Ich bezweifle jemals gefunden zu werden, dennoch hinterlasse ich dir dies. Ich kritzle es im überriechenden Halbdunkel, während mein Folterer unter mir herumschlurft und meine Mitgefangenen in der Dämmerung klagen und quieksen. Hier warte ich, bis ein Klopfen an meinen Käfig mein Schicksal besiegelt, wenn endlich ich an der Reihe bin, diese finstere Reise ins Innere anzutreten. Okay. Nice. Ich ducke mich trotzdem weiter.
Also ich mag ja nicht sein. Wow, wow. How about no? How about really fucking no? So. Aber ich würde doch sagen, bevor wir uns hier weiter bewegen, war es das für heute. Ja. Auf Wiedersehen. Beim nächsten Mal schauen wir dann, wer da im Käfig hockt und dringen natürlich weiter in die Maschine vor. Ach, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, euer Derfer. Ciao.